Hallo, Exhumed hier wieder mit Santa Primal und wir machen an der gleichen Stelle fort, fahren wir fort, wie ich aufgehört habe. Vor uns links im Wald ungeruhte Raptoren und wählistige Raptoren. Hab hier schon eine Spur eingescannt. In der letzten Folge haben wir ja leider nichts mehr davon gesehen von den Utas. Ah, da vorne ist glaube ich schon einer. Da hinten in den Büschen. Da sehe ich irgendwie einen Schwanz kurz vorgucken. Aber da er nicht alleine ist. Schwierig. Scheint hier gerade ein bisschen umzingelt zu sein. Ich will jetzt hier auch nicht allzu viel riskieren, weil ich, wie gesagt, hier nur drei Schuss drin habe in der Waffe. Müsste ich sonst schnell ins Inventar noch die anderen zwei Schuss reinladen, aber das dauert halt. Und das 50 Kaliber, da ist er schon, da hinten. Und da ist immer noch einer. Schwierig. Gucken wir mal. Neue Spur. Noch ein Uta, also hinten. Ist jetzt mal die Sache, gehe ich offensiv oder nicht? Weil wenn ich mich jetzt ins Türme schmeiße, kann es natürlich sein, dass der für mich dann böse ausgeht. Ach, da hinten ist einer. Direkt im Baum drin, den werden wir mal so wegknallen versuchen. Okay, der ist die Schichter. Dann wechsle ich mal zur anderen Waffe. Da hinten ist noch einer. Jetzt ist er gerade hinterm Baum. Da ist noch einer. So, also nochmal zwei. Da waren es nur noch zwei. Das noch einer. Okay. Der ging irgendwie wieder daneben. Warum rum? Blattschuss, jawohl. Staune, dass sie mich noch nicht gesehen haben, obwohl ich gar keine Tarnkleidung an habe. Ach, der läuft da wieder so blöd, wollten wir gerade schießen. Ja, wie ist da noch einer hinten? Also noch mindestens zwei. Plus die Velociraptoren. Der will sich nicht zeigen. Der steckt irgendwo da hinten hinter dem Hügel. Ich würde jetzt ungern eigentlich weit auf ihn zulaufen, weil dann stehe ich mich direkt vor ihm. Ich werde mal stattdessen mal nach rechts laufen. Das ist nett von dir. Okay, da hinten bist du also. Zumindest der eine andere noch. Da liegt der Kamerad. Können wir mal einscannen noch schnell. Gehirntreffer, Wirbelsäule und Mensch, der hing aber ganz schön durch. Nicht schlecht.
Obwohl ich geschossen habe, so oft, haben die irgendwie es nicht geortet, wo ich bin. Das ist interessant. So, der zweite Schuss, dann müsste ja auch noch hier oben rumliegen. Da vorne ist er. Ein gelber Kamerad. Tja, die laufen scheinbar irgendwie einfach weiter. Obwohl ja, ja eigentlich keine 20 Meter entfernt hier noch ein Uterab da oben lief. Mal den Kackhaufen einscannen. Bisschen wechselhaft die KI ab und zu. Mal sehen sie einen aus 100 Meter Entfernung und dann im dichten Gestrüpp dann halt verlieren sie einen wieder. Okay, da hinten ist ein Load gewesen. Haben wir zumindest mal Anhaltspunkt. Noch eine Spur. Nehmen wir mal auch mit. Ah, ich sehe schon, da hinten sind zwei. Eigentlich ja Verschwendung mit der Munition. Könnt ihr mal probieren mit der hier. Aber jetzt renne ich schon wieder weg. Zu weit weg irgendwie. Hab leider keinen Zoom-Optik. Einfach nur rumballern ist natürlich auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Leider nicht im Visier. Da hinten sieht man ihn zwar, wenn ich ranzoome, dann ist er aber leider nicht mehr zu sehen. Irgendwo da hinten hinter den Bäumen. Gehen wir mal ein bisschen offensiv jetzt. Bevor die sich mich allzu weit entfernen. Würde ihn mich schon noch ins Herz mitnehmen. Jetzt haben sie mich auf jeden Fall gehört. Mit dem Rumlaufen. Kommen aber irgendwie nicht näher. Dann würde ich sagen, gehen wir mal derweil die kleinen Velos. Okay, da kommt schon einer. Komm her. Naja, die Utas da oben, die laufen irgendwie noch immer durch den Wald. Können sich wohl nicht entscheiden, ob sie herkommen. Da hinten ist einer. Aber wenn ich ranzoome, sehe ich die nicht, leider. Das ist ein bisschen blöd. Werden zu viele Details angezeigt hier. Ah, jetzt rennt er hinten wieder zwischen den Bäumen lang. Aber die kommen auf jeden Fall näher. Zwei auf einmal. Na, ich hab mich getroffen. Komm her. Er steht da gerade so schön. Und da rennt er schon wieder weit. Das ist immer das Gleiche. Ich denke mal, das könnte man einen Schuss setzen noch. Ne?
Okay, er ist elendig krepiert. Und er war tot. Dachte, er wollte wegrennen. Der Schuss, der zweite, der ging eigentlich meiner Meinung nach vorne voll im Brustkorb. Da kommt der andere. Ist lustig, wie er den Weg anpasst. Mit der Waffe im Nahkampf ist natürlich nicht so das beste Mittel, aber ging. So. Denke mal, jetzt sind wir safe hier. Der ein oder andere Velo ist hier, glaube ich, noch. Da ist einer. Dann komm mal her. Brauchst dich nicht verstecken, ich finde dich auch so. So, die Spuren sind fast alle weg, aber einer ist noch. Denke ich mal. Jetzt gucke ich aber erstmal in die Kisten rein, das interessiert mich viel mehr. Was haben wir denn da? Ja, wir haben den Revolver. Revolver, Revolver. Auf jeden Fall die mit. Ah, der Revolver wird zu schwer sein, ja. Der wiegt zu viel. Ich hau die Compound-Pfeile mal weg, nimm dafür den Revolver. Geht auch nicht. Mensch, der wiegt echt zu viel. Dann nehme ich mal lieber die Compound-Pfeile mit und die Munition. Den Revolver findet man sicherlich nochmal irgendwann. Den lassen wir mal drin. So, da war noch eine zweite Kiste. Wo sind die? Hier hinten irgendwo. Ach, da. Revolver, Zielfernrohr. Naja, es ist nicht so schlecht, aber so richtig sinnvoll kann ich nicht mitnehmen. Nee. Wiegt zu viel. Naja, gut, bei drei Waffen ist jetzt natürlich schlecht. Viele Waffen, kaum Munition. So, wir sind also noch zwei Velociraptoren. Irgendwo. Irgendwo weit. Direkt vor mir. Ne, hinterm Baum. Vor mir. Da. Komm her. Na, bleibst du da. So, da war noch einer. Einer ist noch. Da hinten ist er. Ne, zwei sogar noch. Hab dich nämlich schon gesehen vom Weiten. Immer noch zwei. Immer ja damit. Habe ich mir doch gedacht. Der hing da so im Baum fest. Kann man relativ gut orten. Mit einem Surround-Kopfhörer. Bei Stereo ist das ein bisschen schwieriger. Aber geht natürlich auch. Alternativ dreht man einfach da kurz die Mausansicht ein bisschen, wenn ein Geräusch ertönt, und dann weiß man ungefähr, kann man es ja zentrieren. Hier sind ja echt noch mehr, Mensch. Einer. Da ist noch einer.
neues Grüppchen, kann man sagen. So, jetzt haben wir aber alle, oder? Waren jetzt doch, glaube ich, zwei Gruppen. Schauen wir mal, ob alle Spuren weggehen. Ja, es sind dann alle. So, wir wollen aber da lang wieder. Auf Richtung Uteraptor, den ich da vorne schon wieder höre. Oben Richtung Norden an der Basis, da gibt es dann sowieso meistens eine Gruppe Uteraptoren in Wassernähe, da am Sumpf. Und hier in den umliegenden Wäldern eigentlich auch immer. Gras stört hier ein bisschen. Getroffen habe ich ihn definitiv, aber nur wo? Er rennt auch schon wieder weg, oder? Hm. Wo ist er denn? Seh dich nicht mehr. Zeig dich doch mal. Ach, da hinten. Ich höre schon wieder ein Velo noch. Der rennt hier so aufgeregt durch die Gegend. Schwierig hier mit dem Zoom-Modus, dann kann man die Maus so ganz schlecht bewegen. Der zoomt doch viel zu stark rein. Aber da ist er weg. Geschichte. Rennen wir schnell hin. Drei Treffer abbekommen. Macht nichts. Ja, heute haben wir nur Kleinvieh scheinbar. Hatte eigentlich noch gedacht, wir kriegen hier noch einen T-Rex vor der Linse, aber scheint wohl nicht dem zu sein. Da ist einer. Kommt der her? Ja. Na, bist aber ein Schneller, du. Der rasende Falke hier. Na. Jetzt dreht er wieder um. Tritt er den Berg wieder hoch. Ja, ja, ist gut. Nicht anspringen. Brauch kein Haustier. Ich glaube, das war aber nur einer. Ein Einzelner. So, ich guck mal, wo ich jetzt auf der Karte bin. Ich bin jetzt inzwischen da oben. Okay. Und ungefähr in die Richtung da hinten wollen wir. Beziehungsweise da hinten auf der Insel da oben, da ist eine Basis. Und hier in dem Gebiet, da sind dann immer die Uteraptoren. Ab und zu auch ein T-Rex. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, denn ich werde mal wieder eine kurze Zwischenpause machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne, shared es. Und Kommentare sind natürlich auch jederzeit willkommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Damit es dann wie heißt, Jagd auf Dinosaurier mit dem Exhumed.